Wir berichten in Kürze über eine Bildungsinitiative von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bildungsminister Heinz Fassmann. Außerdem geht es bei uns noch um den Wertestreit in der EU beim Thema Homosexualität. 13 Regierungen stellen sich gegen ein homosexuellenfeindliches Gesetz aus Ungarn. Österreich ist nicht dabei. Bevor wir darüber genauer berichten, sehen Sie jetzt weitere wichtige Nachrichten in unserer Meldungsübersicht. Im sogenannten Ibiza-Urausschuss sind heute Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und der ehemalige Justizminister Josef Moser geladen. Moser soll zu den Ermittlungen nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos und die Rolle der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft befragt werden. Köstinger zur türkis-blauen Koalition und deren Postenbesetzung. Morgen sind dann zum wiederholten Mal Finanzminister Gernot Blümel und der Vorsitzende des Urausschusses Wolfgang Sobotka geladen. Wegen des großen Andrangs hat die Stadt Wien gestern weitere 30.000 Impftermine für die 12- bis 17-Jährigen freigeschaltet. Ab heute können sich dann auch Personen ab 18 Jahren anmelden. Anders als die jüngere Altersgruppe sollen die 18- bis 30-Jährigen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson geimpft werden. Wegen schwerer Unwetter sind die Feuerwehren in Salzburg seit gestern Abend im Dauereinsatz. Starke Gewitter und Hagelschauer haben enorme Schäden hinterlassen. Teilweise wurden mit Schneepflügen die Straßen geräumt. Der Sturm hat einige Hausdächer abgedeckt und den Straßen- sowie Schienenverkehr durch umgestürzte Bäume lahmgelegt. Insgesamt sind knapp 600 Feuerwehrleute im Einsatz. Das Fußballstadion in München wird beim heutigen EM-Match Deutschland gegen Ungarn nicht in den Regenbogenfarben erstrahlen. Das hat die UEFA entschieden. Der Deutsche Fußballverbund wird aber 10.000 Regenbogenfahnen im Stadion verteilen. Außerdem sollen weitere Stadien in ganz Deutschland in den Farben erleuchten. Die Aktion war als Reaktion auf das neue ungarische homosexuellenfeindliche Gesetz geplant. Vorerst scheint noch verbreitet die Sonne und es wird wieder heiß. Im Bergland gibt es größere Quellwolken und vereinzelte, teils gewittrige Schauer. Im Westen sind 25 bis 30 Grad zu erwarten, im restlichen Österreich wird es 30 bis 35 Grad heiß. Vor allem am Abend sind dann wieder starke Gewitter möglich, die von Bayern hereinziehen.